So, willkommen in 4 Jahreszeiten Wald und zurück zu Secret of Mana mit The Life Force. Hallo zusammen! Ja, ein neues Areal wartet auf uns. Yep. Und neue Gegner warten darauf, gepfercht zu werden. Ich glaube sogar, der Wald ist ein Rätsel. Wir sollen eine bestimmte Reihenfolge lösen. Und er kommt. Tja. Da geht's schon los, uns wird gleich gezeigt, wo der Hammer hängt. Simple kleine Bogepusche hauen ziemlich deftigen Schaden raus. Au! Du kleiner. Entschuldige, dass ich das etwas sagen muss, aber du kleiner Ficker! Nein! Schönes Wetter heute. LOL. LOL. Interessant. Oh Gott. Ich denke, meine Wald kann jetzt gerade nicht schaden. Ja. Ich sehe gerade, der hat neue Rüstung für uns. Kann ich noch mehr leisten? Oh. Also 2. Beim Speichern kann man, glaube ich, nicht. Doch, kann man. Dann wäre es recht praktisch gleich. Das machen wir aber gleich erstmal, weil es erstmal was anderes. Ja. Denn reicht das aus? Alter, diese Vogelpuschel oder wie die Viecher auch heißen, die haben mir echt gutes Geld gerade gegeben. Ja. Es reicht locker dafür, um noch so ein Ding zu kaufen. Pause. Nein, das will ich nicht, danke schön. Das will ich. Nein. Ich glaube, das könnte ein kleines bisschen länger dauern. Ständige Verkaufen sauber nervig. Ja, aber so ist es mal ein Rollenspielen. Boah. So. Da sieht man's auch. Genau. So. Ich glaube, ich werde mal eine Komplettheilung einmal machen. Ja, kann ich schauen. Nee. Das war mir nämlich schon ein bisschen zu kritisch auch mit Hedy eben. Was bist du für... Bist du ein Mr. Crab-Verschleiß oder was? Ich nur noch, dass er sagt, Geld. Sollte er die jetzt noch einen Treffer kassieren, egal wie, werde ich ihn auch einmal wieder voll heilen. Naja, hier kommen wir noch nicht weiter. Naja, dazu brauchen wir was anderes, also. Du musst nämlich der Weg zu. Und hier kommen wir auch nicht weiter.
Da hat man gerade schon weitere neue Gegner gesehen am Rand. Im anderen Raum, das komische Raupe. Ja. Aber da kommen wir jetzt noch nicht ran. Au! Nee. Die Heilung wird auch immer besser, das gefällt mir. Nein, glaube ich, das war gerade Frühling. Das muss gerade der Sommer sein. Und ich glaube, in einer bestimmten Reihenfolge muss man den Wald durchqueren. Das war nämlich ein kleines Rätsel. Ich glaube, irgendjemand wusste das. Im Dorf. Ich kümmere mich um den Pogo Puschel. Kümmere du dich um den anderen. So, das war's mit dem Vieh. Genau. Vor allem habe ich bei dem eben gerade extrem viel Schaden gemacht. Über 70 Schaden. Und das mit einer fucking Peitsche. Yo! Nice! Yo! Oh, ich glaube, ja, da fliegen sie. Das sind keine Gegner. Das sind die Lebewesen hier. Ah. Da unten ist noch einer. Nice, level up. Glückwunsch. Ah, wir sind richtig. Das muss das Dorf sein. Wenn die Igel nicht so bösartig wären, würde ich sagen, die sind echt niedlich. Habe ich eine Mystik-Quest gesehen? Nein, scheiße. Scheiße, das war der letzte Wiederbelebungstrank. Nee, keine gute Idee. Und noch Magie. Ja, wir haben schon noch mal. Aber zu wenig. Obwohl, na, brauchen sie nicht mehr. Ja, wir brauchen sie nicht mehr. Nee. So, ich glaube jetzt einmal raus und dann wieder rein ins Dorf. Oder auch nicht. Ich glaube, da können wir ins Dorf zurück. So. Kannst du ruhig die Truhe machen? Ich glaube, das müsste gehen. Oder? Nee. Oder? Nee. Ah, okay, Moment. Mach du mal die Truhe.
Ob es der Einzige, der sprechen kann. Im ganzen Dorf. Obwohl einer von den Zapplern kann uns was sagen. Clown aufgehalten. So. Es nützt alles nichts. Wir brauchen definitiv hier ein paar Lebenswasser. Jetzt haben wir echt ein Problem. Na, kauf eine Walnuss vom Rest. Okay. Ja, hab ich schon. Alles klar. Okay. Oh, ey. Wenn wir schon dabei sind, hier ist nämlich noch ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Ich meine, wenn schon, dann schon, ne? Ja. Kann ja nicht schaden. So. Kann weitergehen. So, wer wusste es? Zappel, zapp, zipp. Aua, mein Kopf! Ich, Hey, alles okay? Ja. Ich. Hey! Ich kann mich wieder erinnern. Die Reihenfolge der vier Jahreszeiten ist des Rätsels Lösung. Okay, die Reihenfolge der vier Jahreszeiten. Wenn man jetzt von den Jahreszeiten ausgeht, müsste es folgendermaßen sein. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Richtig. Kann er uns nicht leisten. Ist die Kohle zu knapp. Okay, wo kommen wir jetzt rein? Wir kommen, glaube ich, in den... Ne, ist nicht der Frühling, ist der Sommer. Weil wenn es Frühling wäre, dann werden die Bäume so... rosa Farm. Die Kirschen. Genau. Oder wie ein Ollervogel. Vogelfusche. Oh, den hab ich gerade eben gekillt. Au! Kleiner Tricksack. Haut er mir erstmal seine Gabel in den Arsch, ey. So, wir können nach oben. Wir können nach rechts. Testen wir mal den oberen Weg. Wenn es der Herbst ist, ist es richtig. Ja, ist der Herbst. Okay, Sommer, Herbst. Winter wäre das nächste. Au. Ah ja, stimmt, Rätsellaura dreht die Steuerung rum. Der Eule dreht jetzt auch mal was um. Ja, das stimmt. Und gutes Geld. Eventuell, da muss ich dann mal nachgucken. Sie geben verdammt gutes Geld. Definitiv. Blöde Confusing. Eine Eule ist auf jeden Fall schon mal tot. Aber der Blick von der anderen Eule ist auch geil. Da ist noch einer. Hey du.
Nee, nichts. Soll ich fragen, wo lang jetzt? Versuchen wir es mal mit dem Pfad. Ja. Gut. Bleibt bloß noch der Frühling. Es ist ein Krab, ihr setzt Blubber ein. Oder er hat den Blubber, das kann man auch sehen, den man will. Die Eule wurde auch gepfercht. Ja, nicht, dass ich dich da oben nicht gesehen habe, Freundchen. Setz wieder Blubber ein. Ja. Auf jeden Fall lasse ich das Ziel nicht entkommen. Haben wir keinen Weg. Da ist ein Pfad. Mit dir. Fleisch. Mach mal die Eule platt, bevor sie auf den Trichter kommt. Oh, nice. So muss das laufen. Nice! Scheint nur den einen Pfad zu geben. Na, komm, Alter, wie viel Leben haben wir her? Alter, ja, eine Menge Leben haben wir ja. Ja, vor allem du. Da unten ist noch eine Krabbe. Spawn die Nummer her. Ist doch gut. Die geben gute EP. Und Knete. Und ich meine, Kohle und EP kann man immer gut gebrauchen. Stimmt. Ah, cool, Frühling. Das kam von rechts. Kam von rechts. Stimmt, die Katze ist auch verschwunden. Das ist ein, ja, das ist ein anderer Raum, glaube ich. Nice. Muss ich wenigstens Teddy nicht mehr heilen. Oh, wir sind da. Endlich daheim. Hallo, Leute. Na du, die Stadt ist verlassen. Was ist hier geschehen? Oh nein. Oh, ja, ein weiterer Boss. Oh nein! Ja, Kiki. Ich hab, glaube ich, eine Schwäche gegen Juwelenregen gehabt. Und der war scheiße zu treffen. Mit dieser Waffe. So, Freundchen, das wird wehtun. Ja. Ja. Aber hallo. Und gleich nochmal.
Und gleich sind wir hochgepfeffert. Erstmal. Ja, eine Walnuss haben wir. Diesmal haben wir aber genug von den Dingern. Ja, und sonst habe ich irgendwie ein Problem. Ja, denn meine Waffe kommt nicht ran. Jetzt aber. Freundchen, du entkommst für dich. Gleich direkt drauf. Oh. Oh, ich glaube, jetzt könnte der Schaden noch immens stärker sein. Ja. Das war's. Das hat auf jeden Fall gereicht. Das Vieh ist hinüber. Hat gesessen, aber so richtig. Und weiter geht's. Umrang hochhalten. Nicht schlecht. Ach ja, stimmt, der Moment. Ich hatte eben noch den falschen Charakter. Erstmal den Orb kassieren. Kraft des Samts halt. Yeah. Ich will in der OP. Opa! Das ist doch... Bist du es, Hedy? Wer denn sonst? Bist du blind, Opa? Opa! Tropft der Imperator? Halt, Moment mal. Ja, die Opa ist es ja. Die Tropfen des Imperators haben das Siegel des Windsamens gebrochen. Dabei haben sie mich so geblendet. Das ganze Dorf ist... ermordet worden. Nein. Sie sind bestimmt geflohen. Hoffentlich. Aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Allein der Blick von dem... Allein der Blick. Schon gut. Hedy, schon gut. Hedy, was auch geschieht, die Kobolde sind ein Teil des Mahners. Weder der Mahnerdrache noch andere Monster können uns etwas anhaben. Allerdings, wenn Mahner verschwindet, verschwinden auch wir. Keine Sorge, Opa. Meine Freunde und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra, die gute Patrone des Windes, wird euch helfen können. Wer macht die? Du oder ich? Ihr ruft, Alter. Diese drei sind jetzt deine Meister. Muss das sein? Elektra schließt sich an. Und der Blick immer noch von Hedy ist unbezahlbar. Du musst drücken. Mit Elektras Analysezauber könnt ihr herausfinden, mit welchem Zauberspruch ihr den Orbschalter im 4-Jahreszeiten-Wald verzaubern müsst, um ins Trüffeldorf zu gelangen. Dort soll es einen weißen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte. Betonung liegt auf könnte. Aber geht jetzt besser. Gut, Opa. Wir gehen dann los. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht. Ja, neue Kraft. Ja, ich das. Ja. Aber hallo. Seid vorsichtig. Ja, perfekter Moment. Da können wir auch gleich mal hier einen Cut setzen. Ich guck noch eben kurz den... Ah, der hat also auch das Mana komplett aufgefrischt. Okay. Alter, wie sieht denn meine Waffe aus?
ziemlich awesome. WTF, jetzt würde mich mal eine Sache reizen, Moment. Hab ich's mir doch gedacht. Nice. Nice Angriff, der gefällt mir jetzt schon. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.